Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal zu einem neuen Video. Heute mit dem lieben Schnoggi. Guten Tag. Und zwar haben wir hier das größte Minecraft-Haus der Welt in komplett Minecraft. Es ist, wenn wir hier mal genau zählen, 1, 2, 3 Blöcke hoch. Und es gibt sogar eine Jukebox. Achso, und ja, wir haben ein halbes Herz Leben. Was ist das? Es könnte ein bisschen schwer werden. Nein, Leute, aber jetzt mal ernsthaft. Wir haben hier eine schöne Map runtergeladen. Und wie ihr auch schon seht, wird das Gebilde hier in groß dargestellt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier eins der größten Minecraft-Villager-Häuser, schätze ich mal, die es gibt. Mit einem kleinen Feld und einem Baum und einem Haus natürlich. Und das Ganze ist, wenn ich hier mal kurz drüber lunsen kann, hier in groß gebaut. Und natürlich sind hier auch überall Challenges drin und Sachen, die man machen kann. Und dann würde ich sagen, ohne viel weiter zu labern, erkunden wir das Ganze mal. Und wir sehen uns einfach gleich, wenn wir ins Haus gehen. So, Leute, wir können jetzt hier direkt mal gleich diese riesen... Oh mein Gott, ich habe mich noch gerettet. Naja, wir können hier gleich ja direkt diese Leiter runter. Wir haben hier auch noch schnell ein kurzes Buch bekommen, wo drin steht, was wir alles machen müssen. Das erste ist Repair the Jukebox. Damit meinen die höchstwahrscheinlich die hier hinten in dem Haus. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon mal runter. So, Leute, nachdem ich eben gerade fast ja, so kann man es natürlich auch machen. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass ich das kann. Ich würde jetzt nicht so... Du hast ein halbes Herz, genauso wie ich. Stimmt, wir haben ein halbes Herz. Okay, fast away. Nein. Oder was passiert dann? Werden wir dann wieder hochteleportiert? Nee, wir werden nicht hochteleportiert. Ich glaube, dann gibt es irgendwie so einen Effekt, der nach oben schwebt. Achso. Ich habe es ja von diesen okay. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch. Und dann gleich da. Ja, weil sonst gibt es ja keine Leiter. Ja, ich weiß. Wir müssen auch eins hoch. Stimmt, man konnte ja gar nicht hoch. Sonst, das habe ich ganz vergessen. Jetzt aufpassen. Ach, wir sind ja nicht in Game Mode. Aufpassen. Ja, mache ich. Auf jeden Fall sind hier vier verschiedene Farben und ich denke mal, dass wir die irgendwie in der Reihe sortieren müssen. Aber wie? Was passiert denn, wenn ich hier draufklicke? Gar nichts. Mal. Schön. Ich hab's so hinten blau gemacht. Ach so, das ist Zufall, wo die Farbe sich ändert oder so. Hä? Schnoggi, ich hab's gecheckt. Guck mal. Das sind die verschiedenen Farben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier nochmal draufklicke, dann wird da rechts der Block grün. Das heißt, und so, weißt du? Aha. Das heißt, wir müssen erstmal bis ganz nach hinten rot machen. Dann die nächste Farbe ist grün. Dann klick mal. Hä, warum? Achso, warte. Jetzt. Jetzt müssen wir grün machen bis dahin. Als nächstes kommt blau. Ich weiß nicht, was davon blau ist. Big Bunny, du weißt schon, dass das rot auf die linke Seite muss. Oh, stimmt, habe ich vergessen. Warte mal, wir können erst mal gucken. Warte mal. Das hier ist rot. Ja. Das hier ist das gelb. Blau, grün. Okay. Das hier war gelb, oder? Ja. Da müssen wir erstmal bis ganz nach hinten ganz nach gelb hinten, machen. Ja. Leute, wundert euch nicht, warum hier rechts bei Death 1 steht. Wir mussten beide einmal sterben, damit wir überhaupt im Scoreboard angezeigt werden. Und wundert euch auch nicht, wer dieser Sick Gamer Pro ist. Das ist der Ersteller dieser Map, deswegen steht er dort auch noch. 4, 2, 1, 3. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute, wir haben's. Wir haben's geschafft. Oh mein, ich bin's. Tim. Leute, wir haben's geschafft. Ja, wir haben's hingekriegt. Naja, als ob, es ist jetzt nicht nur deine Arbeit gewesen, weil ich habe rausgefunden, welche Farben was sind. Ja, aber, klar, aber trotzdem, es war gut. Leute, also wir haben dafür jetzt fast 30 Minuten gebraucht. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ja, okay, nein, 20 Minuten oder so. Müssen wir jetzt hier wieder hoch, ja, oder? So, Leute, wir können jetzt diese Jukebox hier hinter uns lassen. Wir haben das Rätsel endlich gelöst mit Teamwork. Tatsächlich, ich klinge ein bisschen wie so ein Sportlehrer, aber egal. Als nächstes steht hier Catch the Bunny. Also fang den Hasen. Das heißt, wir müssen nach draußen, glaube ich. Der war nämlich draußen, da war so ein großer Hase. Vielleicht ist der da gemeint. So, Leute, hier vorne ist auch schon direkt der Hase. Das ist nicht Big Bunny, das ist mein Vater. Das ist the biggest bunny of the family. Er ist der Hase in der Familie. Ja, das Einzige, was mich wundert, ist hier, dass hier ein Diamantblock ist. Da müsste eigentlich ein Button sein. Aber, ich weiß nicht. Oh. Ja, gut. Hier ist ja auch schon aufgefallen, ne? Wir sind ins Inventar gegangen, dann haben wir diesen Button hier mal gesehen. Wir können den nicht rausnehmen. Wir können den nicht rausnehmen.
Nee. Vielleicht einfach wir auf den haben, Kopf. Wir haben hier einen Button bekommen. Hm? Place it on Diamond Block. Was hast du bekommen? Wir haben einen Button im Inventar bekommen, wo steht Place it on Diamond Block. Ich habe gar nichts bekommen. Ich hatte den bekommen, weil wir das Rätsel gelöst haben. Wir müssen ihn einfangen. Nein! Wir können uns nicht bewegen. Ah, jetzt. Wie müssen wir den einfangen? Nein! Schnell. Oh! Ich hab ihn. Wieso hab ich... Ich hab Schnelligkeit. Platzieren. Möchtest du drücken? Kann ich machen. Ich hab ein bisschen Angst, dass da Slimes kommen. Da kommen Slimes. Ich hab ein bisschen Panik vor... Ich hab ein bisschen Angst vor denen. Ich will den letzten. Oh! Leute, wir haben es geschafft. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist nicht lang, nicht lang. Mach den Block dahin. Den hast du nicht an. Was jetzt jemand zum Game Mode? Warte mal. Ich bin nicht im Game Mode. Okay, hast du nicht. Sehr gut. Du kannst es auch einfach später in der Aufnahme sehen. Oh, Level 2. Level 2 List. Oh mein Gott. Ah, wir können hier auf diese Kiste drauf. Vielleicht können wir dann. Vielleicht ist in diesem Riesen-Cauldron. Vielleicht ist da Wasser drin. Ja, wir müssen zu dem Riesen-Cauldron, weil hier ist auch eine Leiter dran. Wir müssen das jetzt jedes Mal machen. Ah, lol. Wenn wir drüben den Cauldron füllen, wird auch der hier gleichzeitig gefüllt. Der war vorher noch leer. Schnell. Oh mein Gott, ich bin ja voll der Profi. Be on the brewing stand. Ah, hier geht's runter. Oder ich hab zumindest einen Block runter. Wie? Ja. Du kannst hier an der Seite vom Brewing Stand runter, an dieser einen. Da sind dann immer nur zwei Blöcke und dann kannst du da runter. Ah, hi Schnoggi. Das ist doch gutes Timing. Da links ist der Goldblock. Hier. Wo? Okay, hier. Warte. Kommt da jetzt Monster? Ich kann sie nicht töten. Doch, man kann sie wegschlagen. Gut, man kann sie... Ich hab gleich alle. Ich hab hier einen Block auf Diamond. Ich weiß nicht... Ah, wahrscheinlich muss ich den vor den Emerald setzen, dass ich hier wieder raus kann. Level 3. Oh mein Gott, Leute, guckt euch diese Map an. Da muss so viel Mühe drin stecken. Also, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 von denen. Also, wir brauchen noch 2 Elytra Shards. Ja, ich weiß. Ist da vielleicht was drin, ne? Da! Oh, wie viel hast du? Ich hab 4. Gib mal her. Ne, gib du mal her. Ich will, craften. Gib her. Nein. Ich will craften. Dann gibst du mir den Elytra, okay? Ja, nee, hier. Tada! It's magic! Okay, ich sollte das vielleicht lassen. Ja, es gibt einen kleinen Fehler in der Map, aber das können wir jetzt einfach mal gerade auslassen. Tschüss. Hab's. Nein! Doch! Ich auch. Hab's. Aber jetzt am besten den Lüse ausziehen, weil sonst aktiviere ich ihn vielleicht noch. Ja, aber dann sterben wir nicht. Sondern dann fallen wir nur hier runter. Oh, jetzt bin ich tot. Dann muss ich nochmal ganz dahin laufen. Okay, jetzt ziehst du deine Elytra wieder an. Okay. Nimmst die Feder in die Hand und dann kannst du einfach durchgleiten. Einfach durch. Es wird knapp. Richtig. Auf hier, Landebahn. Ich schaff das nicht. Doch. Doch, schaffst du. Doch, gut, weil man flach ist. Nur weil es gebackt hat. Okay, hast du den? Ja. Müssen wir jetzt die Spider bekämpfen? Da, Achtung, ja. Oh Gott. Wir haben halbes Herz. Ja, easy. Oh. Ja, easy. Fixed, oder? Hast du ihn? Nein. Ah, ja, ich hab sie. Nicht. Kommt da jetzt noch mehr? Ah, da unten. Oh. Okay, jetzt geht's aber einfacher, weil wir einfach runterspringen können. Wie lange? Was halten die denn aus? Du darfst einfach nur kein einziges Mal getroffen werden. Ja, lustig. Oh, ich hab sie. Gut. Hast du einen Knopf bekommen? Ah, ja. Sehr gut. Und jetzt muss er da auf dem Lapis Lazuli Block platziert werden. Gibt's noch ein viertes Level? Oder sind wir jetzt finally finished? Level 4. So, Leute. Ich will gar nicht das Buch lesen. Ich will einfach nur erkunden, was hier steht. Weil hier ist nämlich ein Button oben drüber, über der Tür. Das heißt, hier muss ja irgendwas sein. Oh Gott. Ah! Oh, okay, mach. Okay, drück drauf. Los. Sehr gut, Profi. Leute, aber das funktioniert nämlich, weil Blöcke leiten ja das Redstone weiter. Müssen wir jetzt hier drauf? Wir hätten da drauf gemusst. Ja. Okay, komm. Okay, warte, okay. Jetzt Achtung. Das ist ein Button. Oh. 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 Wenn wir den Button drücken, kriegen wir Levitation. Sehr gut. Müssen wir weiter hoch? Nein, da ist eine Leiter, okay. Wir müssen einfach nur die... Hä? Nein. Wir müssen zur Leiter direkt. Ich bin bei der Leiter. Ich bin da. Achso, nein.
Hä? Ich bin oben. Aber wie sollen wir denn dann zu Redstone Torch gehen? Ich bin auf dem Crafting Table, aber wo müssen wir jetzt hin? Huh. Das war knapp. Oha! Wie geil ist das denn? Ja, oh mein Gott! Alter, diesen Command, den muss ich hier später nochmal speichern. Den muss ich mir irgendwo hinschreiben. Den will ich haben. Das ist ja anders geil. Ja. Und jetzt ist da nochmal. Soll ich draufklicken? Warte, warte. Ja. Oh. Oh. Wie geil ist das denn? Lol. Das ist jetzt. Ich finde, das ist jetzt schon mein Lieblingslevel von allen. Nein! Ich habe nicht gesehen, dass hier kein Block mehr ist. Jetzt muss ich alles nochmal. Achso, nein, hier. Nein. Ich muss alles nochmal machen. Das ist aber auch echt gemein. Man sieht das fast gar nicht. Mir fällt auch gerade auf, ich habe gar kein Texture Pack drin. Hast du ein Texture Pack drin? Nee, habe ich auch nicht. Passt doch. Aber ist eigentlich voll nice. Ja, weil sonst sehen die Riesenblöcke auch nicht aus wie die kleinen Blöcke. Achso, das Redstone kommt erst, wenn man da ist. Nein. Hä? Ich sehe das erst, wenn man da ist. Egal. Okay, jetzt müssen wir langsam hier runter, pass auf. Soll ich drauf drücken auf den Knopf? Ah, da ist ein Schwein. Warte. Ist das ein Schwein? Drück doch noch gleich mal. Gleich. Ich hab's. So, Leute, wir haben das Level jetzt geschafft. Ich finde die Map eigentlich extrem nice. Also es gab jetzt insgesamt 4 Level. Ich glaube aber, das erste und das zweite war das schwierigste. Und dann, also das hier war nicht so schwer, aber es war echt cool, finde ich. Die war die geilste, finde ich. Also der Ersteller, den werde ich auch nochmal versuchen unten zu verlinken, wenn ich ihn finde. Würde ich sagen, können wir auch jetzt direkt mal hier auf den Button klicken. Big Bunny has finished. Woo, ein kleines Feuerwerk. So, Leute, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eigentlich mal ganz cool, vor allem mit dieser riesen Map. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Und vergesst auch nicht, das Video positiv zu bewerten. Falls euch 2 Videos in der Woche auf YouTube nicht genug Content sind, könnt ihr bei mir auf TikTok vorbeigucken. Da heiße ich Big Bunny YouTube, weil irgendein Depp mal Big Bunny weggenommen hat. Aber das können wir mal ignorieren. Und ja, ansonsten noch ein Dankeschön an den lieben Schnoggi, dass er mit aufgenommen hat. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, er ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich bin zwar jetzt im Game Mode 1, aber eine Sache wollte ich nochmal machen.